Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Digimon Masters Online. Ach, wir haben es geschafft. Ich habe um quasi 20 Uhr oder so angefangen, die Quests hier zu machen. Mittlerweile haben wir 1:30 Uhr nachts, also hat doch länger gedauert. Irgendwann habe ich mal zum Lower Digimon geswitcht. Dann musste er abhauen, dann bin ich mir aber mit dem Laptop angegangen. Hier hinten seht ihr noch Prinz Amir, damit bin ich auf dem zweiten, auf dem Laptop quasi on und hab da mitgeholfen, mit Perfect Clone Lucemon die Mobs hier zu killen. Ja, wie gesagt, hat knapp 4 Stunden gedauert oder so und jetzt haben wir endlich alle Quest-Items. Boah, hab ich jetzt noch einen Bock? Nicht. Boah, ich will jetzt einfach nur noch nach DRTS gehen, diese Scheiße da abgeben und meinen fucking Alphamon da rausholen jetzt hier. Und das Problem wird sein, dass ich eigentlich Alphamon Uryuken auf Dorumon erwecken wollte. Also es wird ja immer auf dem Digimon erweckt, welches auf dem niedrigeren Level ist. Ich wollte allerdings Alphamon auf dem Alphamon hier quasi, also auf Dorumon erwecken, weil das hier schon 124% groß ist und das andere nur 120%, um es einfach geiler zu haben. Und jetzt, da wir aber beim quasi der Mobs killen, quasi ein Level abgekommen sind, wird jetzt er hier, also Ryudamon zu Alphamon. Habe ich in Kademo auch so, aber ich wollte es halt andersrum machen. Hat jetzt leider nicht mehr geklappt. Ich könnte natürlich jetzt noch kurz leveln gehen, aber ja, juckt mich ja jetzt nicht, mein Gott. Ja, komm, laber mich nicht voll, wir haben 2 Uhr oder so. So. Ah, jetzt gib mir die Chipset schon her. Das eine Chipset müsste sogar noch hier drin sein, ja, genau. Geht noch 18 Stunden. Bin ich ein bisschen doof, dass die automatisch schon ablaufen. Ja, der läuft auch schon direkt ab. Nicht doof. Egal, ich würde mal sagen, wir wechseln mal kurz. Und wir sollten ja jetzt in der Lage sein, falls wir nicht irgendwas vergessen haben, auf Alphamon zu digitieren. Aber eigentlich dürfte es jetzt gehen. Und da ist er auch schon. Oh, mir fällt gerade ein. Oh, verdammt, Leute. Leute, sagt mir doch sowas. Ich merke gerade, dass wir gar keinen Sound haben. Den habe ich vorhin ausgemacht, weil der mir ziemlich auf die Eier gegangen ist nach 3 Stunden oder so. Und da haben wir ihn endlich. Oh mein Gott. Endlich habe ich auch den zweiten. Quasi die zweite DNA. Haben wir dazu irgendeinen Titel? Ich glaube nicht. Aber da ist er endlich. Oh ja. So, die F1 macht knapp 3500. F2 knapp 10.000. Also noch ein bisschen schwächer als Omnimon. Liegt allerdings daran, dass der hier nicht geklont ist. Beziehungsweise nur auf 6.6. Falls ich mich nicht hier. 6.5. Ja, 6.5. Und der andere ist auf 12.9. Von daher, wenn ich beide auf 12.12 habe, dürften die ungefähr gleich stark sein. Wir müssen die auch nicht skillen. Genau. Hatten eine Base Attack von 1200, geht ab. Und damit würde ich jetzt mal kurz auf 90 leveln, würde ich sagen. Jetzt hier wegklicken. So. Ich freue mich auf jeden Fall. Wir haben jetzt wieder einige Chipsets. Und hoffentlich reichen die jetzt erstmal für eine Weile. Man bekommt immer ein Chipset, welches für einen Tag lang geht. Davon habe ich jetzt 2, die laufen aber zeitgleich quasi ab. Also ist ziemlich scheiße. Und dann haben wir noch, ich weiß nicht wie viele, aber einige Chipsets, die man einmal benutzen kann. Dann gehen die sofort weg, wenn man digitiert ist. Und sobald man zurückdigitiert, werden die dann gelöscht. Das heißt, man kann zwar jetzt unendlich lange auf quasi Alphamon bleiben. Allerdings, sobald man einmal zurückdigitiert, kann man halt nicht wieder hochdigitieren. Jetzt muss ich hier wieder so eine eklige Arbeit machen, die ganzen Items hier rumschieben. So, man kann ja auch einfach so machen. Denn ich hätte natürlich gerne, dass mein Warenhaus ordentlich aussieht. Und ich will natürlich oben ein bisschen Platz machen, damit ich die Chipsets alle quasi nebeneinander packen kann. So. Wahrscheinlich nicht gerade spannend gerade, aber ist ja auch egal. So, du gehst noch darüber. Der kann erstmal draußen bleiben, der geht rein, der geht rein, der geht rein, der geht rein. Und
Das war es dann auch schon fast am Platz, der mir da noch bleibt. Damit dürften wir erstmal ein bisschen über die Runden kommen. Ein paar können wir auch noch dabei haben, falls man mal spontan auf Alphamon digitieren will. Und wir können den eigentlich auch gleich mal testen, indem wir... Ja, was können wir denn mal machen? Gibt es hier eigentlich mittlerweile irgendwas Neues? Nee. So. Finde ich auf jeden Fall ziemlich fett, dass wir jetzt ja Omnimon und Alphamon endlich haben. Ah, wir könnten ja mal kurz hier reingehen. Denn da fehlt uns jetzt nur noch er hier. Dieser Shakumon Joggers. Welchen ich persönlich scheiße finde, aber... Naja, müssen wir irgendwann mal kriegen, falls der noch available ist. Für diesen Teil, beziehungsweise einen Buff oder was auch immer man da kriegt. So, jetzt brauche ich nur noch hier, wie gesagt, dieses vierte, den vierten Digimon-Slot. Und dann, können wir Omnimon und Alphamon gleichzeitig mit rumschleppen. Und somit habe ich auch mit Felix wieder gleichgezogen, da er vor mir schon beide Joggers hatte. Also er hatte schon längere Zeit Alphamon und ich jetzt schon längere Zeit Omnimon. Jetzt hat er sich gestern oder so Omnimon endlich freigeschaltet und ich ja jetzt halt Alphamon. Von daher sind wir da wieder ziemlich ausgeglichen. Ich renne hier nur ein bisschen doof durch die Gegend rum. Aber stört jetzt sicherlich auch keinen mehr. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich die Scheiße dahinter mir habe. Jetzt kann ich die ganzen Items hier auch löschen. Kann man die traden? Nee. Sonst hätte ich die irgendjemandem geben können, der die noch braucht. Ja. Hat auf jeden Fall scheiße lange gedauert. Und dann habe ich einen von denen hier benutzt. Und... Nee, ich habe ganz viele davon benutzt. Und dann droppte halt ein einziger dieses Item, was danach kommt. Und da hatte ich dann Glück und es ist direkt beim ersten Mob... dieses Gate-Item da bekommen. Dieses Antibody-Dingens, das letzte Item, was mir halt gefehlt hat. Da war ich auf jeden Fall schon happy. Ich würde sagen, wir gehen jetzt auch gleich... Ja, wohin gehen wir denn? Ich würde sagen, erstmal hier... zu... Village... Ne, wie heißt das? Silver Lake. Genau, eine Map nach... Village of the Beginning. Ja, war das wieder eine Quälerei hier. So. Jetzt habe ich natürlich wieder... Ja, ihr wollt gar nicht wissen, wie viel Geld ich dafür ausgegeben habe jetzt, ne? Naja, was... Was soll man machen? Irgendwie killen es einfach nochmal ein paar Mobs. Vielleicht noch ein paar Bosskarten. Ich habe ja ein paar dabei. Just for fun, um... einfach mal auszutesten. Ich erwarte jetzt nichts Großes, da ich den ja schon kenne aus KDMO. Und da der ES auf 46 ist, nichts Besonderes. So, hat dieser Shop eigentlich mal wieder neue Chicken-Kombos? Da habe ich mir nämlich heute Mittag schon welche gekauft. Ne. Habe ich heute Mittag leer gekauft, aber hat anscheinend noch keine neue. Naja. Ich könnte mich eigentlich mal auf dem Laptop, da bin ich ja noch in dem anderen Account eingeloggt, könnte ich eigentlich mal ausmachen und runterfahren. Und mir fällt gerade ein, dass der Laptop ziemlich laut ist, das heißt, man könnte im Hintergrund Rauschen hören, das fällt mir jetzt erstmal ein. Sorry dafür, wenn euch das jetzt die ganze Zeit gestört hat. Der wird jetzt sofort ausgemacht. Oh fuck, wieso habe ich da nicht dran gedacht? Herunterfahren. So, da Alphamon Oriuken Vecine-Type ist... Gehen wir gleich mal zu den Woodmon da hinten, wo ich auch normalerweise, wo ich auch bisher alle meine Digimon auf 46 jetzt gelevelt habe. Also ich habe es immer so gemacht, dass ich von Level 1 bis 11 quasi in der Anfangsstadt da gelevelt habe, also Yokohama Village. Dann Wilderness Area, also da bei Devimon, Stingmon, Bormon und so weiter, also vor Digimon Farm. Bis 25, dann auf Ruined Historic bis 35 und dann ab 35 hier bis 41 und dann habe ich nochmal alle durchgelevelt bis 46 hier. Hinten bei Godzimon und bei Woodmon. War ziemlich geil eigentlich. Ging relativ schnell. Alle kurz hochgezogen und das nächste Ziel wäre halt wahrscheinlich alle auf 50 zu ziehen. Wenn das dann irgendwann mal passiert ist und ich zwischendurch keine neuen Digimon gehatcht habe, dann werden die nachher auf 55 gezogen alle, dann auf irgendwann auf 60 und dann geht das ab, Freunde. Dauert natürlich alles seine Zeit, aber ist auf jeden Fall schon mal nice.
So, und da sind wir auch schon. Gehen wir einfach mal ein paar Mobs. Sieht natürlich noch scheiße aus mit der grünen Level 46er Aura. Oh, die gehen aber schnell da. So, und ich will jetzt eigentlich auch gar nicht mehr viel labern. Folge geht zwar noch ein bisschen, aber ich gehe jetzt gleich pennen. Ich habe jetzt lange noch hier noch rumgehampelt. Und lade dann direkt die Folgen hoch, dass ihr die morgen sehen könnt. Okay, wenn ich das sage, ist wahrscheinlich schon wieder eine Woche vorbeigegangen, weil ich ja nicht alle an einem Tag veröffentliche. Aber, naja. Man weiß ja, was gemeint ist. So. Geht ab. 8000 pro Mob nur. Nicht gerade stark, aber mein Mad Alpha wird schon abgehen. Leider nur 120%, aber wie gesagt, ich hätte es lieber auf meinem Duomon gehabt, da das schon 124% ist. Nach dem Hatchen direkt, das heißt, wenn ich da ein paar Fruits einsetzen würde, wäre es schon geiler gewesen. Aber naja. Wobei Rühe da man auch ziemlich geil ist. Und ist ja 5-5, also brauche ich mich auch nicht beschweren. Ach ja, wir können auch mal die Skills austesten. Beziehungsweise könnte ich euch die mal zeigen. Ich meine, ihr kennt die wahrscheinlich eh schon, weil Alpha Mon ist ja jetzt nicht gerade erst seit kurzem draußen. Und was ich mir halt auch nochmal überlegt habe, das habe ich aber auch schon in einer anderen Folge gesagt, dass ich mal überlegt habe, ob ich mal wieder mich bei CDMO, also bei der chinesischen Version von DMO oder auch bei der thailändischen Version mal wieder ransetzen will und ein paar Videos darüber machen will. Einfach mal so durchstöbern und gucken, was da mittlerweile so rausgekommen ist, was es da so Neues gibt. Oh, da fällt mir fast das Headset schon wieder vor dem Kopf. Fragt euch nicht, wie mir das passiert. So. Geht auf jeden Fall ab. Der wird auf jeden Fall, nachdem ich mein Omnimon auf 90 habe, im Laufe der Woche jetzt auf 90 gezogen. Dann muss ich logischerweise noch die andere Hälfte hochziehen. Also Doromon. Und wenn das dann alles fertig ist, dann mal schauen. Dann, wie gesagt, wahrscheinlich die anderen Viecher erstmal auf 50 leveln. Aber das wird sicherlich noch so 2-3 Wochen dauern. Ich meine, ich. Ja, dauert alles seine Zeit. Und wer weiß, was bis dahin noch alles passiert. Ich finde es auf jeden Fall ziemlich geil. Wir haben aktuell die 75, also zum jetzigen Zeitpunkt der Aufnahme, haben wir die 75 Abonnenten geknackt. Hätte ich nicht gedacht, dass es wirklich so steil geht auf meinem Kanal. Ich habe mir anfangs nur gedacht, so, yo, machst du ein paar KDMO-Videos oder generell Digimon Masters Online-Videos. Und ja, hast halt ein paar Leute, die da zuschauen und die da vielleicht ein paar Kommentare schreiben. Aber ihr geht ja richtig enrage und subscribe mich hier andauernd und ich denke mir schon, scheiße, ich bringe keine Videos und die Leute subscriben mich trotzdem. Ich denke mal hauptsächlich natürlich wegen dem Privatserver-Tutorial, was ich gemacht habe zu DMO, aber naja, trotzdem geil. Macht weiter so. Ich meine, ich bitte ja nicht darum, dass ihr irgendwie Daumen hoch gebt oder sowas, juckt mich alles nicht. Oder abonnieren, sage ich ja auch nie. Das Einzige, worum ich halt bitten würde, wären halt Kommentare, Kritik, natürlich, oh, wie sagt man es noch gleich? Naja, wer auch immer. Auf jeden Fall, ja. Verbesserungsvorschläge und dergleichen. Ansonsten macht, was ihr wollt. Ich meine, ich freue mich mehr über Kommentare, die ich beantworten kann, als über Daumen hoch oder, naja, logischerweise Daumen runter. Da ich da ein viel größeres Feedback habe von den Leuten und weiß, was denen gefällt oder weiß, was sie haben wollen. Beziehungsweise weiß, was denen nicht so gefällt und so weiter. Und da kann man dann auch dran arbeiten. Wenn ich jetzt nur sehe, ah, 5 Leute haben einen Daumen hoch gegeben, dann weiß ich natürlich auch, yo, nice, ist gut angekommen. Aber im Endeffekt kann ich mich da dann auch nicht verbessern, in welchen Sachen und Hinsichten auch immer. Aber ich würde sagen, genug gelabert. Wir haben endlich Alpha Mon. Freue mich auf jeden Fall richtig, auch wenn ich mich nicht so anhöre, aber ich bin ziemlich müde. Wir haben ja, kurz vor 2. Man ist jetzt nicht ganz so spät, aber ich habe jetzt hier wirklich 4 Stunden lang oder mehr
DMO quasi gesuchtet. Und es war einfach so langweilig für mich selber, dass ich richtig, mein Brain ist richtig wack. Also verzeiht mir das. Aber ich würde sagen, wir hören, sehen uns, was auch immer, in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut. Haut rein.